Betrachten wir zu Beginn die sieben Hauptbereiche unserer Lernsachs und beginnen wir dabei in Privat. Der zweite Hauptbereich ist die Institution. Der dritte Hauptbereich ist das Netzwerk. Der vierte Hauptbereich der Materialpool. Ist man in Privat oder Institution, sieht man den fünften und sechsten Hauptbereich, meine Gruppen und meine Klassen. Durch Öffnen der Kombinationsfelder kann man dann in die Gruppen oder Klassen eintreten. Der siebte Hauptbereich ist die Lernsachs selber mit ihrem Hilfssystem. Ausgangspunkt ist immer der Privatbereich. Schauen wir uns nun die einzelnen Hauptbereiche noch einmal etwas genauer an. Im Privat haben wir auf der linken Seite die Funktionen in den Hauptgruppen kommunizieren, organisieren, lernen, präsentieren und in Einstellungen sortiert. Und so wie die Funktionen auf der linken Seite aufgelistet sind, können Sie natürlich auch über die Icons im Bereich Funktionen die einzelnen Funktionen anwählen. Dieser Aufbau findet sich auch in der Institution wieder. Hier haben wir auf der linken Seite die Hauptgruppen kommunizieren, organisieren und präsentieren. Die Einstellungen werden hauptsächlich durch die Administration durchgeführt. Diese soeben kennengelernte Grundstruktur finden Sie natürlich auch in den Gruppen und in den Klassen. Ein kleiner Hinweis immer wieder: Sie sollten also die Funktionsverteilungspläne entsprechend der Klassenstufen einrichten, sodass also wirklich in den kleineren Klassen nicht alle diese Funktionen hinterlegt sind, sondern nur die Funktionen, die man braucht, und entsprechend in den höheren Klassen dann alle Funktionen zuschalten, die Sie als Lehrerinnen und Lehrer benötigen. Netzwerk. Hier finden Sie die Netzwerkgruppen und wir unterscheiden dabei in offene, geschlossene Gruppen. Sie können selbst eine neue Gruppe gründen oder einer Gruppe beitreten. Im Bereich der offenen Netzwerkgruppen haben Sie hier eine thematische Auflistung und schauen sich selber in die entsprechenden Bereiche rein, wo Sie eine Gruppe finden. Unsere Gruppe ist im Bereich Fortbildung. Hier ist unsere Gruppe. Generell sind die Netzwerkgruppen für die überschulische Kommunikation gedacht. Das heißt, Sie selbst sind als Lehrer und Lehrerinnen ja mit Ihren Schülern und Eltern in der Institution. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel Fachgruppen, Fachbereiche, Sozialarbeiter, überschulische Gruppen gründen wollen, dann empfiehlt sich natürlich die Netzwerkgruppe.